Fricking ist eine bisher eher unbekannte Sportart, die jedoch in letzter Zeit stark an Aufmerksamkeit gewinnt. Ich habe mich mal mit ein paar sogenannten Frickern getroffen, um etwas über diese Sportart herauszufinden. In Würzburg wird Fricking unter anderem in der S. Oliver Arena trainiert. Und so sieht das Ganze dann aus. Fricking ist in den 90er Jahren in den USA entstanden und mit der Zeit auch nach Deutschland übergeschwappt. Es kommt eigentlich aus dem Kampfsport, also ist Kampfsport-Hintergrund. Und nach und nach hat sich das umgewandelt halt vom Kampfsport. Und man hat immer mehr Elemente aus anderen Sportarten genommen, zum Beispiel Breakdance jetzt oder aus dem Capoeira, das ja auch sehr akrobatisch angehaucht ist. Man könnte Fricking auch als modernes Turnen bezeichnen. Es ist ein sehr kreativer Sport, der sich ständig weiterentwickelt. Allgemein ist auch viele Sachen, die einfach selbst erfunden worden sind in der Zeit, die aus Saltos mit dann Kicks verbunden worden sind und Twists, wo dann irgendein Kick-Flip-Twist entstanden ist. Das Spannende am Fricking ist, dass hier Menschen aus vielen verschiedenen Sportarten zusammenfinden. Also ich habe vorher Capoeira gemacht, 8 Jahre lang. Dann bin ich zum Fricking gekommen, durch Zufall eigentlich eher. Weil mir Leute erzählt haben vom Breakdance, ey, da gibt's so welche, die so ähnliche Sachen machen wie du, auch so Flips, die ziehen Saltos und was weiß ich. Dann dachte ich, cool, ich möchte es einfach mal ausprobieren. Ja, dann bin ich hier geblieben und mache das mittlerweile schon seit 3 Jahren. Auch wenn es kaum zu glauben ist, trotz der halsbrecherischen Bewegungen kommt es nur selten zu größeren Verletzungen. Ich habe mich bisher noch nicht richtig verletzt, immer so kleine Verletzungen überdehnt oder mal irgendwie was überstreckt oder so, aber sonst wirklich verletzt war ich noch nie richtig. Wie Fricking bei einem Anfänger aussieht, sieht man an meinem Beispiel. Ich selbst tricke auch gelegentlich. Noch eher schlecht als recht, aber Übung macht den Meister. Deshalb gibt es jetzt noch ein Tutorial zum Nachmachen. Wichtig beim B-Kick ist Hochspringen mit dem Sprungbein. Das heißt, man springt mit dem vorderen Bein ab, also mit dem Bein, also sein Sprungbein sozusagen, drückt sich nach oben in die Richtung und nachdem man abgesprungen ist, geht man vorne zum Kreuz. Als allererstes sucht euch einen sicheren Stand. Zuallererst macht ihr eine 180-Grad-Drehung. Genau. Dreht den Oberkörper erst. Zieht dann das linke Bein hoch. Und zieht dann mit dem rechten hinterher. Das heißt, am Anfang sieht es so aus. Und jetzt gehen wir halt eine Stufe höher. Wir springen mit gestreckten Beinen. 180-Grad-Drehung. Strecken die Beine. Und der nächste Schritt ist, dass wir anstatt auf dem linken, auf dem rechten Bein landen. Das nennt man beim Tricking auch auf Hypern. Viel Spaß beim Üben.